Komisch, die haben wir keinen Schlüssel. Wie schwer sind die eigentlich zu knacken? Ich weiß das gar nicht, ich kann es ja mal probieren. Aber ich habe Angst, dass... 25! Das probiere ich nicht. Hinterher geht dann noch der Alarm los. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wären dann doch eher Fallen, wenn die Schlösser einen Alarm auslösen würden. Was ist denn mit dir los? Nicht du jetzt, Micha. Ach so, deswegen. Das meinst du. Wegen dem T-Shirt, ja, okay. Geiles Stück DNA. Ich hab das T-Shirt wieder an, Micha. Ach so. Wie kommt man denn? Geiles Stück DNA. Mhm. Wie kommt man jetzt da rein? Gar nicht. Dank der Unverwundbarkeit. Please wait here. A staff member will retrieve your items. Tresor Nummer 8. Please wait here. A staff member will retrieve your items. Echt jetzt? Warum nicht? Dann macht's das halt so. Cool, Nummer 8, den Schlüssel haben wir auch. Haufen Gold. Und Goldbahn und Silberbahn, ich sehe schon. 560, nicht übel. Wir plündern die Bank. Ja, wir plündern die Bank. Nein, wir haben die Schlüssel, das sind unsere Tresor. Okay, den haben wir nicht. Ja, kannst, den du, hattest du? Kannst du gerne Nummer nehmen. 6. Ja, dann kannst du. 3 habe ich auch noch. Dann kannst du den auf jeden Fall auch öffnen. Dann sind das die Schlüssel. Resistenz, Heiltränke. Okay, Humpen und Seil lassen wir mal da. Können sie behalten. So großzügig bin ich dann mal. Schade, dass ich jetzt keine Nebelwolke machen kann. Habe ich nicht eine Schriftrolle, wo ich das machen könnte? Todeswolke kann ich zaubern. Oh, oh. Ja, das, der Effekt ist ein bisschen anderer. Ich glaube auch. Schlüssel Nummer 3. Ah. Alchemie, Alchemiekram und Tränke. Wir haben eine ganze Destille da drin. Warum nicht? Sag mal, da. Da hängt ein Skelett. Hä? Moment. Tatsache. Es ist doof. Ich glaube, wir haben auch sogar schon Schlüssel abgegeben. Das ist gut möglich. Okay, und ich habe... Ich habe ja auch keine Option zum Schloss knacken bei den Türen. Also, mir sagt er, ich kann Schloss knacken. Okay. Aber ich habe kein. Ich komme da halt nicht rein. Ich weiß nicht wie. Ich habe halt Nebelwolke nicht. Das ist halt das Doofe. Es gibt, glaube ich, auch einen Trank der Nebelform. Also wenn, dann habe ich ihn nicht. Na, ich kann ihn auch nicht herstellen. Beziehungsweise ich kenne das Rezept nicht.
Kannst du mir nur vorstellen, dass das eine Schriftrolle ist? Ja, als Schriftrolle gibt's das auch. Ich meine, es gäbe ihn auch als Trank. Aber wer weiß, was man da machen müsste. Weil ich habe so eine Schriftrolle leider nicht. Ja, auch nicht. Warum habe ich denn das Buch noch in der Tasche? Das kann nur ins Lager. Ach, warte mal. Wie lange hält das nochmal an? Zwei Züge. Ich könnte noch in Schattenhöhlen machen, noch mal in den oberen Teil der Bibliothek von dem Bankdirektor gehen. Aber das hält nur zwei Züge. Ich müsste meinen Hass zaubern. Eventuell. Ich weiß, warum ich die Schlösser nicht knacken kann. Das geht wahrscheinlich nicht in Nebelform. Ach so. Du müsstest also in der Lage sein, da reinzufliegen, dich zurückzuverwandeln, das Schloss zu knacken und dann wieder die Nebelform anzunehmen. Wie oft kannst du das eigentlich zaubern? Ich brauche dafür jeweils einen Zauberpunkt und davon habe ich drei. So. Beziehungsweise jetzt keine mehr. Aber was ist denn, wenn ich... Teleportpfeile? Ich komme auch rein. Über Umwege, aber ich komme auch rein. Ich weiß nur nicht, was die halt, schwierig die halt sind. Ich mach erstmal das Ding hier auf. Okay, das braucht auch nur eine 10. Da würfel ich eine 27, weißt du? Wenn die jetzt gleich eine 5 brauchen, würfel ich eine minus 5. Aber kleine Zahlen würfeln müssen ein kritischer Fehlschlag. 20 brauche ich. Ich habe Angst, das Ding auszulösen. Ach, okay. Ah, das kann ich gar nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich die versuche so zu knacken. Die haben eine 20. Probiert. Ja, was ist, wenn wir Alarm auslösen? Ich meine, du kannst dich sowieso nicht mehr machen. Na gut, Karl hat ein Problem. Der Shahira könnte sich auch theoretisch unsichtbar machen. Ich speichere mal. Schade. Schade, dass wir nicht magisches Schloss haben, oder? Ich hab's nicht. Doch, arkanes Schloss. Ich könnte hier die Tür abschließen, dann kommt hier sowieso keiner mehr rein. Interessant. Bist du eigentlich gerade? Ich weiß noch nicht, ob wir die dann wieder offen kriegen würden. Ich probier's mal zu knacken. Was soll schon schief gehen? Eine 9. Ach, 10 Züge. Okay, der Zauber hält nur 10 Züge. Was passiert jetzt? Das ist gescheitert. Okay, ich könnte nochmal würfeln. Ja, der Wolf ist eine Beschwörung. Als Waldläufer kann ich den beschwören. Okay, es scheint nichts zu passieren. Ich kann einfach nochmal würfeln. Habe ich mir fast gedacht. Ja gut, man hätte es jetzt nicht wissen können. Da ist ein bisschen Gold und eine schwere Truhe. Da ist auch nochmal ein Rubin drin und Gold. Haben wir wieder. Ich hätte halt nicht gewundert, wenn die Türen mit Fallen versehen wären, die den Alarm auslösen. Oder wir kommen raus. Oder wir kommen raus und dann ist die Kacke am Dampfen. Also ich bin Waldläufer und mein Kollege ist Hexenmeister. Ne, doch Hexenmeister, ne? Ja. Ja. 14. Okay, das ist auch auf. Tresor Nummer 2.
Warum macht man das? Jagdtrophäe. Sehr gut. Ja gut, die Sachen sind jetzt nicht so geil. Ja, plus zwei Waffen, das ist schon ein bisschen was wert, ne? So, drei hattest du auf, ne? Also hey. Alles, was nicht mehr abgeschlossen ist, habe ich aufgemacht. Also nicht viel. Ja, ich muss halt gucken, wie viele Pfeile ich noch habe, ne? Ich habe doch 7 Pfeile. Ja. Ich glaube, ich sollte mal mehr kaufen. 1, 2, 3, 4 bräuchtest du. Dann geht's ja noch. Der größte Bankraub des Jahrhunderts von Baldur's Gate 3. Kritischer Erfolg. Warum kann das nicht immer so sein? Was haben wir hier? Wow. Ganz viel nichts. Ein Hauch von nichts. Das hat sich gelohnt. Okay. Meinst du, der Gildentyp ist sauer, wenn die zum Tresor alle leer sind, wenn er kommt, um die zu plündern? Was er nicht weiß. Ja, da hat sich der kritische Erfolg richtig gelohnt. Also gar nicht. Okay, was ist der Tresor Nummer 5? Eine 2. Hm. Ah, ich habe noch ein paar Schlösser. Ein bisschen Werkzeug zum Schlossplan habe ich noch. Na gut, ich habe nur 3. Falls du noch welche brauchst. Mhm. Ja, ich soll doch mal welche kaufen wieder. Dafür war es jetzt 3-mal Misserfolg. Ich mache jetzt einmal erneut würfeln. Okay, wir können von hier aus ja ganz lagern. Im Zweifelsfall könnte ich auch Gale holen und die Schlösser aufzaubern. Alle guten Dinge sind 5, habe ich gehört. Okay, alle guten Dinge sind 6. Teures Schloss knacken heute. Nee, das lohnt sich nicht. Nee, Inspiration ist eigentlich echt fatal. Nee, der aus dem Meisterdieb wird nix. Glaube ich, hol wirklich Gale, wa? Das waren jetzt 8 Versuche. Oder 9, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber mit Gale ist es ja auch. Ich geb's auf. Ja, jetzt gebe ich es wirklich auf. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist halt das, wenn man kein Dieb ist. Ich bin halt nur ein Waldläufer. Okay, 6 ist offen. Bring mal ein paar Dinge zum Schlosserknacken mit, bitte. Weißt du, welcher Händler welche verkauft? Reizhofe ich gerade nicht. Ach, ich bleib jetzt hier. Ich probiere jetzt den weiterhin aufzuknacken. Bis zum Gehen nicht mehr. Wow, Gail hat gerade irgendwie so 10.000 nutzlose EP oder so gekriegt. Yay. Yay, der vorletzte. Danke. Jetzt habe ich den umsonst benutzt. Egal. Okay, da ist eine Truhe drin. Mit 515 Gold. Eigentlich nur die Kosten, um mir wieder Dietriche zu holen. Okay, ja, Tresor T7 müsste noch. Die ist jetzt aufgeschlossen. Ah, okay. Was ist dahinter? Okay, sind Klamotten drin. Und ein Bild, aber das Bild ist verdeckt. Ich kann es nicht nehmen. Ne, da ist ein Schrank. Aber Schrank kann ich nicht nehmen. Hm. Machen wir den mal wieder zu.
Oh, ich habe den aufgelassen. Egal. Ja, vorbei. Nein, wir wollen gute Diebe sein. Komm mal raus. Hast du die jetzt geöffnet? Ja, ich bin dabei. Leider nicht so einfach, weil jetzt aber keine allzu große Reichweite hat. Masse 6 auf, dann gehe ich da schon mal hin. Ah, ich war zu nah. Ey! Silberkelch. Silbersachen. Ein paar Zauberpunkte regenerieren. Goldbarren, Diamanten, ein Löffel. Warum auch immer hier ein Löffel und ein Teller ist, man weiß ja nie. Gail? Warte mal. Hat Gail eine Pfeil und Bogen? Ich glaube ja. Dann machen wir das so. Ich gebe dir die letzte. Der hat Kurzbogen, popliges kleines Kackding. Müsste ja reichen. Wobei, ich habe noch 2 Pfeiler der Transportation, dass du dich dann. Gail kann auch großer könntest. Flug, ne? Kann durch die Gegend fliegen. Ja, dann kann er da dasselbe machen, was wir können. Also auch hier so um die Ecke fliegen. Oder nicht? Ja. Hält das nur bestimmte Züge? 10 Züge. Dann mach Runde. Dann machen wir den Rundenmodus. Toll, jetzt haben wir gleichzeitig geklickt. Jetzt habe ich den Zug sofort beendet. Mist. Kannst du nicht wieder wegmachen? Eigentlich müsstest du den wegmachen können bei Egal. Nee, einmal beendet ist beendet. Ach, ja gut. Dann beenden wir alle mal. So. Ich fliege jetzt hier hin. Dann fliege ich jetzt hier hin. Hat nicht geklappt. Ja, dann musst du. Okay. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Dann müsstest du neben mich kommen. Ah, jetzt habe ich keine Bewegungspunkte mehr. Ja gut. The work is never done. Er kann hier rüber fliegen mal. Der größte Bankraub von Baldur's Gate 3. Have a lot on my mind and, well, oh, das war knapp. Okay, die Tür ist nicht abgeschlossen. Achso, da warst du schon drin. Ja. Der daneben? Kriege ich den von hier aus? Nee, da läuft er in den Kreis rein. Ich habe ein bisschen Platz gemacht. Wobei, ich könnte eigentlich auch schon mal direkt dahin fliegen. Was soll denn das? Okay. Klapp, klapp. Dann mach ich mal auf. Guck ich mal rein, wie, was es da so ist. 495 Gold. Hm. Bild von einem Tiefling. Noch ein Bild von einem Tiefling. Ein Bild. Noch ein Bild. Nimm mal die Bilder mit. Oh, weißt du nie. So, Sesam, schließe dich. Oh, falsche Taste gedrückt. Let's move.
Knopf. Ach ja, ein bisschen was für unser Vorrat. Doch, noch ein bisschen mehr für unser Vorrat. Ach, so ein bisschen so ein Wein. So ein Weinchen nehme ich auch ganz gerne mit. So, dann gucke ich mal, dass ich den Schnellreisepunkt hier nehme. Okay, einmal muss ich noch den Zug beenden, weil ich keine Aktion mehr habe. Mhm. Oder denken, dass du da auch wieder abhauen musst. Work to be done. Na gut, rauskommen sie alle. Ja, gut. Fliegen. Eine Reisetruhe. Voller Schriftrollen. Nichts allzu Praktisches. Okay, Dimensionstür ist dabei. Da liegen doch welche auf dem Boden, ne? Ja. What's going on? Und das war's dann auch. Yep. So. Jetzt haben wir noch dieses große Rätsel vor uns. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Okay, also den Key, den würden wir im Büro oben kriegen. Ich habe jetzt zwei Alternativen, wie ich jetzt persönlich da reinkommen könnte. Wir würden eine Rast machen. Dann würde ich halt den Ring der Unsichtbarkeit nehmen. Damit kann ich halt 10 Runden Unsichtbarkeit sein. Und die würden mich halt nicht entdecken. Oder wir probieren das Rätsel. Weil ich ehrlich gesagt aus den Symbolen hier unten auf dem Boden nicht so ganz schlau werde. Hey, das ist ein Zahlenschloss. Und der Code ist im Büro. Anscheinend. Was hältst du von einer langen Rast? Oder ich müsste den Hut der die Schatten von Monse bei Ranzen nehmen, damit kann ich 2 Züge unsichtbar sein. Müsste aber dann auch Hast benutzen, wobei ich danach vielleicht auch wieder eine lange Rast bräuchte. Sicher ist sicher. Leitfaden für unsere Schatzkammern lesen. Unsere Schatzkammern sind im ganzen Land berühmt. Sicherer könnt ihr eure großen und kleinen Schätze gar nicht unterbringen. Mhm. Das ist, Alter, das ist einfach nur ein Gang, wo es noch weiter runter geht. Ah. Ach du Scheiße. Die große Schatzkammer, Bürger von Baldur's Tor. Ihr könnt ruhig schlafen, denn euer sauer verdientes Geld liegt sicher und geschützt hinter dem Stein und dem Stahl, der unsere große Schatzkammer umschließt. Die große Schatzkammer ist eine einzige Hochsicherheitskammer, die den Reichtum des gewöhnlichen Volks enthält. Sie beschützt alles vom Gewinn eures Gemüsehändlers bis hin zu den Ersparnissen eurer Großmutter. Die Tiefenschatzkammern. Unsere Tiefenschatzkammern sind für Bürger gedacht, deren Reichtum eine ganz persönliche Schatzkammer oder einzigartige Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Zusätzliche Patrouillen, Schutzzauber und mehr erhöhen die Sicherheit. Und doch könnt ihr eure Reichtümer nach Belieben einlagern, abheben oder schlicht bewundern. Na gut, das. Ich glaube, den Hammer, den packe ich mal ins Lager. Ach so. Das funktioniert nicht. Die lässt sich nicht aufklopfen. Oh, das war der falsche. Ja, was hältst du davon, wenn ich eben alleine da hochgehe? Kannst du versuchen. Ja, bis jetzt habe ich eine lange Rast nicht wirklich gebraucht, ne? Also, diese Hast, meine ich.
Ich lasse sie mal hier unten. Erstmal einen anderen Helm aufsetzen. Ja, ich aktiviere den Rundenmodus, ne? Jo. Weißt du nicht, wie weit ich gehen kann? Ich glaube so. Kannst du natürlich auch. War jetzt die Unsichtbarkeit keine Aktion? Bin ich jetzt unsichtbar? Ah. Seems like a good moment to talk. Vielleicht nochmal kurz einen Rundenmodus deaktivieren, damit du die Aktion wieder bekommst. Ja, aber dann ist so ein Zug schon vorbei, oder nicht? Ja. Ach, du hast nur zwei Züge, ne, richtig? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, da. Was fängt gar nicht an? Das Zahnrad hat die ganze Zeit geleuchtet. Ich dachte, ich könnte nichts machen. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt schon. Ich könnte jetzt eh nicht mehr entkommen, so wirklich. Ja, das ist halt doof, wenn ich nur zwei Züge habe. Da wäre eine lange Rast jetzt besser gewesen. Na ja, gut, von mir aus machen wir eine lange Rast. Ja toll, von hier kann ich natürlich nicht ins Lager gehen. Oh Mann. How much farther can I go? Ah, hier kann ich's. Okay. Ach, Shahira ist jetzt nicht da. Still breathing, despite everything. Here we go. Hat auch keiner was zu sagen, ne? Glaub nicht. Ne. Konnten wir jetzt hinter... Ah, da. Zu Bett gehen. Achso. Hä? 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 Ah, normal. Entschuldigung. Ich habe nicht gesehen, dass du überhaupt da hingegangen bist. Du kannst auch am Lagerfeuer ins Bett gehen. Ach so. Hat er mir gerade gar nicht angezeigt. Das hat er mir nicht angezeigt. So, da brauche ich jetzt auch den Hut nicht. So, dann halt lange Rast verlassen. Der Wolf bleibt ja. Wo ist sie jetzt? Ach, sie ist wieder da, okay. Zumindest hat Geld seinen Zauberpunkt dann auch wieder aufgefüllt. Ja, ist doch wenigstens. Schlösser öffnen müssen. Ist doch wenigstens etwas. Jetzt bräuchte ich auch. Es ist sogar so gut, dass ich einfach so die Unsichtbarkeit machen kann. So, dann mache ich mal den Rundenmodus. Unsichtbarkeit. Dann Rundenmodus aktivieren. Gut.
kann das Schloss nicht knacken, weil die da stehen, oder wie jetzt? Hä? Hä, aber in meiner Tarnung kann ich das machen, aber so jetzt nicht? Hast du dich in diesem Zug erst unsichtbar gemacht? Ich habe mich erst unsichtbar gemacht und... Auf einmal, ich beende mal den Zug. Vielleicht kann ich auch deswegen es nicht machen. Losknacken ist eine Aktion. Ah, deswegen ging es nicht. Okay. 20 brauche ich. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr genug Diebeswerkzeug. Oh, das wird doch jetzt nichts. Warte, ich kann dir noch 3 rüberschicken. Ah, war da. Siegbert. Ah, oh Gott, der zweite, der letzte. Der letzte war's. Okay. Lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably upset. Ich ging wohl gerade aus Mons Unsichtbarkeit raus. Hm. Ich könnte wieder Einschüchter machen. Habe ich den besten Erfolg damit? Na gut. Aber brauche ich wieder 25 für. Aber Wiesengestalt mache ich dann wieder. Habe ich 2 Würfel. Ja, okay. 31. You are permitted to pass with your legs intact. If not over, then through. Hm. Kannst du in deinen Nebelform Türen öffnen? Puh, ich glaube. Also ja, das Schloss ist geknackt. Ich weiß nicht, ob ich eine Nebelform als... Wobei, doch, ich glaube. Damals in dem Gefängnis konnte ich auch in der Nebelform rumlaufen. Ich glaube, dann bin ich unsichtbar, oder? Bis aus. Erstmal wieder ein anderes Ding umtun. Der Weg ist so weit. Ja, der Weg ist wirklich weit. Aber guck mal, das Geld dir nicht folgt. Aha. Okay, ich bleib doch mal hier. Ne, das finden die gar nicht, Töfte. Also vor 5 Minuten hat er zuletzt gespeichert. Das finden die ja mal so gar nicht. Dürfte was? Geld ist auch im Kampf? Ja, ich bin auch im Kampf. Ach, wir alle sind im Kampf. Eigener... Ja gut, ich habe einen eigenen Kampf hier oben. Ich habe nur die 2 Gegner. Und unten ist nochmal ein 2 anderer Kampf. Also ja, ich würde sagen, das wäre jetzt zu heftig. Der Versuch ist gescheitert. Hm. Also Nebelwolke macht einen nur unsichtbar, wenn man aus dem Gefängnis ausbrechen will, anscheinend. Toll, aber sonst bemerken die einen, ich weiß. Das ist ja doof gelaufen. Hm.
Dunkelheit oder Nebel könnte helfen. Der Nebel anscheinend ja nicht. Wenn du dich unsichtbar zur Tür hinschleichst, sie da mit Nebel oder Dunkelheit blendest. Ach so, ja, könnte ich probieren. Aber habe ich... Warum habe ich eine Dunkelheitsschriftrolle? So den Zauber habe ich nämlich jetzt nicht. Ich könnte Dunkelheit zaubern. Aber kommst du so weit? Jetzt nicht wieder unten im Keller wäre. Ja, bist du.